So, meine Damen und Herren, unter uns ist übrigens auch Ulla Schmidt, unsere Bundestagsabgeordnete und Vizepräsidentin des Bundestages, die wir herzlich willkommen heißen bei Pulse of Europe in Aachen. Und neben ihr steht ein sozialdemokratisches Urgestein. Der hat sich auf die Rednerliste eintragen lassen, aber erstmal sind wir ein bisschen zusammengezuckt, denn Pulse of Europe ist keine Wahlkampfbühne. Das aber weiß er, deswegen sollte man ihm das auch nicht zur Last legen, dass er SPD-Politiker ist, zumal das ja ganz hip geworden ist seit Martin Schulz. Und wir begrüßen also als Privatperson herzlich hier oben Karl Schultheiß, der uns vielleicht auch aus seinem persönlichen Leben, kommen Sie, Herr Schultheiß, kommt drauf, aus seinem persönlichen Leben etwas von Europa und vor allen Dingen von seinem Zusammenleben mit den niederländischen Nachbarn am heutigen Tage insbesondere erzählt. Herr Schultheiß. Ja, lieber Manfred Gutsch, vielen Dank. Zum Puls gehört auch, dass es schon mal zuckt. Das ist so und in der Tat, Joachim Gauckel hat darauf hingewiesen, 70 Jahre Frieden. Vor diesen 70 Jahren Frieden lagen drei Kriege mit Millionen Verlusten an menschlichem Leben. Und ich gehöre einer Generation an, die hier in der Nähe des Rathauses geboren ist und aufgewachsen ist in der Kindheit. Und wir haben uns hier noch in einer Trümmerlandschaft bewegt. Viele der Gebäude, die heute hier stehen, standen nicht. Es waren Trümmerfelder. Und diese Trümmerfelder haben diejenigen hinterlassen, die daran gearbeitet haben, Deutschland wieder groß zu machen. Sie haben Deutschland klein gemacht und Europa klein gemacht, diejenigen. Und das müssen wir immer in unserem Hinterkopf haben, wenn es darum geht, sich für dieses einzigartige Friedensprojekt Europa einzusetzen. Und da haben wir leider in den letzten Jahrzehnten nachgelassen, als einzelne Bürgerinnen und Bürger. Wir haben die Arbeit zu sehr den Institutionen in Europa überlassen. In den 50er Jahren waren gerade auch viele junge Menschen in der Pan-Europa-Bewegung, in der Europa-Union und in anderen Organisationen dabei, auch deutlich zu machen, was für sie die europäische Lebensperspektive bedeutet. Da müssen wir wieder hin, meine Damen und Herren, liebe Europäerinnen und Europäer, woher sie auch immer kommen hier auf dem Platzschuh. Wir Aachener haben sehr wohl mitbekommen, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Wir kennen die Schlangen vor der Fasergrenze. Wir kennen auch die Vorurteile, die es zu Recht gegenüber vielen Deutschen gegeben hat, wenn wir uns nach Belgien oder in die Niederlande bewegt haben. Das war berechtigt, nachdem beispielsweise, wer sich die Bilder mal anschaut, Rotterdam bombardiert worden ist. Aber wir haben es geschafft, indem Schritt für Schritt gute Nachbarschaft gelebt worden ist und gelebt wird. Und das gilt auch für die jetzige Situation in unserer Grenzregion, die ja eigentlich ohne Grenzen ist. Aber wir bewegen uns frei, dass wir dies nicht mehr wieder hergeben wollen. Das wollen wir behalten und mehr daraus machen. Und wir wollen auch mehr daraus machen, um anderen Regionen auf der Welt zu zeigen, dass es geht, dass aus Feinden Freunde werden. Das geht auch in Palästina und Israel und in anderen Bereichen dieser Welt. Daran müssen wir glauben, dafür müssen wir kämpfen. In diesem Sinne, in der Tat, Töpferland, Kies für Europa, bleibt bei uns. Herzlichen Dank. Dankeschön, Karl Schultheiß.